Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eisengolem vs. Monsters. Und heute sind die Zombieschweine dran. Ich habe mir einfach gedacht, jetzt sind ja schon ein paar Monster von der normalen Welt drangekommen, die gegen den Eisengolem kämpfen dürfen. Deshalb müssen jetzt welche aus der Hölle dran glauben. Und deswegen werden in den nächsten Folgen auch ein paar aus der Hölle dran kommen, wie Ghasts. Was gibt's noch? Hier Lohn und Magma-Schleim und sowas. Also sowas in der Art. Und ja, genau, das habe ich mir dabei gedacht. Mit dabei sind natürlich die Dorfbewohner wieder. Hallo? Hier ein exklusives Interview hier mit einem Dorfbewohner. Wie geht es euch? Wie geht es Ihnen heute so? Haben Sie Spaß hier? Haben Sie Spaß? Ja, du, ich bin mir 30 Jahre alt und ich komme hier jeden Tag hin, um das Battle, also das Fight anzusehen zwischen den Eisengolem und den Monstern. Ja, wirklich, also das ist dann wirklich ein sehr nices Event. Ja, also ich würde sagen, ja, also es ist wirklich sehr überragend und so weiter, ja, also wirklich, ja. Okay, das war ein Interview mit so einem Idiot und da geht's auch schon weiter. Die Zombies sind sehr, Zombieschweine sind sehr stark, das heißt, ich werde zwei Zombies hineinsetzen. Zwei Zombies, zwei Eisengolem hineinsetzen. Geht doch mal weg, ihr Gesichtsköpfe. Seid ihr alle ein bisschen dumm oder was? So. Oh, läuft das. Oh, läuft das. Oh, geht das rein. Jetzt gehen mal ein paar rein. So. So mag ich das. Und, ich habe in den, im Vorfeld habe ich herausgefunden, dass die Eisengolem die Zombieschweine nur angreifen, wenn hier Dorfbewohner in der Nähe sind. Deswegen habe ich hier an der Seite ein paar Dorfbewohner hingesetzt. So, und ich glaube, dann wird es mal abgehen, oder? So. Hopp. Noch einer. Okay, ich mach drei einfach. Hopp. Raus. Und. Hallo. Schwäche ich den schon im Vorfeld oder was? Raus da. Dankeschön. Und so. Und jetzt kommt das große epische Battle. Und bumm. Da stürmen sie schon heraus und springen schon wild herum. Aber der Eisengolem kommt auch schon angerauscht. Und kriegt schon einen Hit ab. Und da kommt der zweite auch hinterher. Und wirft, oh, im Zusammenspiel werfen die den in die Luft. Oh, 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 hammerhart. Wo bleibt der dritte Eisengolem? Komm, raus, du. Du bist eine kleine Memme. Du musst auch in den Kampf, du. So, und da hat er auch die... Und der eine Zombie-Schwein, das ist ein Cheater. Der backt den Boden. Er ist ein Cheater. Der ist unsichtbar sozusagen für die Eisengolem. Oh, 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 oh. Jetzt geht's aber hier ab. Jetzt geht's aber hier ab. Der Eisengolem kriegt ganz schön viele Schläge ab. Oh, oh, oh. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass es noch so lange für den reicht. Oh, oh, und da ist der tot. Da ist der tot. Ist der andere auch schon tot? Ist es der letzte oder was? Hä, wo ist denn der andere hin? Geil. Okay, der muss es alleine packen. Pack's alleine, Junge. Pack dir es alleine. Oh, 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 oh. Und da ist der tot. Oh nein, ich glaube, die Dingens haben gewonnen. Oder ist da noch einer entstanden? Entsteht da plötzlich noch... Oh, da ist einer aus dem Nichts entstanden. Ich weiß nicht, wie der hergekommen ist. Eigentlich greifen ja die Zombieschweine immer im Team an, aber irgendwie greifen die jetzt... die Eisengolem greifen irgendwie die nur alleine an. Irgendwie komisch. Aber egal. Und da ist es auch schon zu Ende. Das Battle, oder? Ja, am frischen Tageslicht. Lol. Geht das Battle denn... Bist du dumm? Ich glaube, der ist dumm. Also, geht das Battle dem Ende zu? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kleine epische Battle hier von Eisengolem vs. Zombieschweine. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis zum nächsten Video also. Und der Eisengolem sagt Ahoi. Ahoi. Und verabschiedet sich mit einem
Mit einem Winken von euch. Da war es, das Winken. So, und das war's auch schon. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.